Wie Ilse schon gesagt hat vorher, ich lese eine Geschichte, die in Drumlingen spielt, einen zu tiefen Ort im Südschwarzwald des Niers. Das ist praktisch eine Wintergeschichte. Im Buch ist es eine Sommergeschichte gewesen. Also, Adventszeit in Drumlingen. Mutti, da kommt ein Weihnachtsmann. Irene zuckte vor Schreck zusammen. Hier in Drumlingen hat sie sich noch nie einen Nikolaus oder einen Weihnachtsmann blicken lassen. Was seine guten Gründe hatte. Und nun, mitten in einem heftigen Schneesturm, sollte sich einer dem Dorf nähern? Irene musste sich vergewissern. Auch wegen Kinder aus der Nachbarschaft, die auf dem Frühlingsfest ein Kind vom Stein empfangen hatte und bei der bald mit den Seelen zu rechnen war. Ein solcher Bote der Winterkälte musste unbedingt von ihr ferngehalten werden. Das wusste Irene, die mit Robert sonst selbst ein Steinkind zur Welt gebracht hatte und deswegen in die Mysterien des Kultes eingeweiht war. Ihr Sohn Robert und seine kleinere Schwester Martina, die noch nicht in die Schule gingen, aber wie er schon häufig Weihnachtsmänner im Fernsehen gesehen hatte, lagen ihr mit der Frage, warum denn zu ihnen kein Weihnachtsmann kam, ständig in den Ohren. Sie wussten noch nicht viel von dem Steinkult hier im Dorf. Sie blickte hinaus. Es war später Nachmittag, vor 4 Uhr. Es begann schon zu dämmern und Schneewolken verdunkelten den Horizont, während die hellen Schneeflocken die Konturen der Welt draußen verwischten. Robert hatte als Kind schärfere Augen als sie, aber Irene konnte sie nun auch erkennen, die Gestalt, die sich da aus dem Schneewirbeln schälte und zügig auf das Dorf zuhielt. Und sie trug tatsächlich das Kostüm eines Weihnachtsmanns. Irenes Haus war das erste im Dorf, auf der Straße. Sie fragte sich, ob die anderen Bewohner des Dorfes diese Gestalt schon gesehen haben. Und doch eines war klar, sie durfte nicht weiter bis zu ihrem Haus. Gerade hatte Robert seiner Schwester vom Weihnachtsmann erzählt und auch sie war begeistert und hüpfte auf der Stelle herum, sodass ihr Zopf auf und ab blickte. Irene musste schnell handeln. Ihr geht jetzt zurück ins Spielzimmer. Ich werde mit dem Weihnachtsmann sprechen. Oh ja, er soll zu uns kommen. Irene zog schnell einen Mantel über und trat in den Schneesturm hinaus. Der Weihnachtsmann war nur noch wenige Meter entfernt. Er schien sie zu bemerken und hielt auf sie zu. Guten Tag, begrüßte er sie. Ich hatte gut einen Kilometer vor dem Ort eine Autopanne. Und da es hier ein Funkloch gibt, konnte ich die Pannenhilfe nicht übers Handy anrufen. Kann ich bei Ihnen telefonieren, damit mein Auto abgeschleppt und ich noch Hause kann? Irene hatte sich sowas gedacht. Aber kommen Sie doch erstmal rein und wärmen Sie sich auf. Danke, das muss ich tatsächlich. Die Sachen da wärmen auch nicht für lange. Ich war gerade auf einem Fest und habe dort als Weihnachtsmann Geschenke verteilt. Ich heiße übrigens Simon. Irene nickte lächelnd. Simon hatte die Badertrappe, die vor Nässe tropft, zum Kinn heruntergezogen. Seine Stimme war jung und sympathisch und den Mann hinter der Verkleidung fand sie irgendwie attraktiv, was sie ziemlich beunruhigte. Irene führte ihn in die Küche. Trinken Sie doch eine Tasse Tee zum Aufwärmen. Gerne, sagte der junge Mann. Er nahm den roten Mantel ab und auch die Mütze. Den Tee hatte Irene kurz zuvor aufgegossen. Nun holte sie eine Tasse heraus, in der sie schnell eine Prise Opferfreude hineinschüttete. Das Giftpulver löste sich im heißen Kräutertee spurlos auf. Sie reichte ihm die Tasse und goss sich selbst auch eine ein. Danke, sagte er, nickte an der Tasse. Interessanter Geschmack, sagte er und trank einen großen Schluck. Irene hörte ihm angespannt zu, die Zeit drängte. Das ist eine Hausmischung, sozusagen. Gerne können Sie telefonieren, doch können Sie mir vorher eine Bitte erfüllen, Simon? Ich habe zwei kleine Kinder. Die beiden haben Sie vorher durchs Fenster gesehen und sind nun ganz aus dem Häuschen, weil das neu ist für Sie, von einem Weihnachtsmann etwas überreicht zu bekommen. Sie holte aus einem Fach des Küchenschranks zwei in Geschenkpapier gewickelte Päckchen heraus, die sie für die Kinder schon geliefert hatte. Wenn Sie sie in den Sack tun und den Kindern übergeben könnten, als Geschenke? Klar,
Das ist mein Job. Oh, oh, oh. Der junge Mann hat seiner Stimme unwillkürlich einen dunkleren Klang gegeben, was zu einer Weihnachtsmannmaskerade gehörte. Er trocknete seinen tropfenden Bart noch schnell ein wenig und packte die Päckchen in den fast leeren Sack, den er stilgerecht bei sich trug. Irines Dank war aufrichtig. Sie liebte ihre Kinder und wollte sie nicht enttäuschen. Sie betrat mit dem Weihnachtsmann das Spielzimmer der Kinder. Dort warteten Robert und Martina schon auf sie und blickten ihnen erwartungsfroh entgegen. Hallo, liebe Kinder, eure Mutter hat mir gesagt, dass ihr noch nie etwas vom Weihnachtsmann bekommen habt. Sie nickten stumm. Wir sind aber immer brav gewesen, sagte Martina. Irene seufzte. Das musste sie von ihrem Bruder haben. Wir feiern ja kein Weihnachten, sagte Robert traurig. Wir bekommen nur Geschenke. Irene biss sich auf die Lippen. Robert hatte natürlich die Wahrheit gesagt, aber im unpassenden Moment. Dann wird es aber dringend Zeit, meinte der Weihnachtsmann, gut gelaunt. Und er nahm die Geschenke aus dem Sack, gab sie den Kindern, die nahmen sie artig entgegen, und da sie ja noch nicht auspacken durfte, kam sie der Mutter einfach wieder zurück, damit sie für den Gartentisch aufbewahrte. So, und nun spielt weiter. Ich muss dem Weihnachtsmann noch zeigen, wie er am besten nach Hause kommt. Im Flur wandte sie sich lächelnd an Simon und den Weihnachtsmann. Wenn Sie noch eine Tasse Tee trinken wollen? Simon gefiel es bei ihr. Er ließ sich bereitwillig mit Tee und Plätzchen bedienen und genoss den erzwungenen Aufenthalt. Ich will nicht neugierig sein, aber Ihr Sohn sagte, Sie würden hier keinen Weihnachten feiern. Ja, das ist hier nicht Brauch. Irene suchte nach Worten und nickte am See. Wir haben hier eigentlich eine andere Religion. Wir sind keine Christen. Man könnte uns als Heiden bezeichnen. Ich studiere in Konstanz Deutsch und Sozialkunde und ich habe ein paar Vorlesungen in Volkskunde gehört. Das interessiert mich jetzt aber. Unser Brauchtum ist nicht sonderlich bekannt, sinnierte Irene und lächelte schief. Aber haben Sie vielleicht schon einmal vom Stein von Drumlingen gehört? Simon verneinte. Er saß ganz gespannt in seinem Stuhl und schien vergessen zu haben, dass er eigentlich telefonieren wollte. Das Gift wirkte bereits. Ja, sprach Irene weiter. Man könnte den Stein als Menhir bezeichnen, aber er ist viel älter. Er ist der Vater oder die Mutter aller Menhire. Er ist unser Ursprung, denn mit diesem Stein ist das Leben auf diese Welt gelangt. Wir Menschen von Drumlingen bewahren diese Erinnerung daran auf. Und am Ende der Tage werden wir alle wieder zu Steinen werden, weil wir das aus ihm hervorgegangen sind. Das ist ja fantastisch. Simon war richtig begeistert. Und es korrespondiert mit der Theorie, dass das Leben aus dem All auf die Erde gelangt ist. Wissen Sie, ich interessiere mich dafür. Ich lese gerne Science Fiction. Ich bin immer geflecht, wenn die Wirklichkeit die Fantasie übertrifft. Ja, die Außenwelt kennt unsere Überlieferungen nicht und unsere orgiastischen Feiern und Mysterien erst recht nicht, weil wir die geheim halten müssen. Warum erzählen Sie mir dann davon? Weil Sie davon nichts mehr verraten können. Warum sprechen Sie so leise? Simons Aussprache war schon undeutlich. Irene kniete sich neben ihm. Er saß schon im Stuhl, als hätte er keine Knochen oder keine Kraft mehr. Es lag aber immer noch ein euphorischer Ausdruck in seinem Gesicht. Tut mir leid, ich kann Sie nicht leben lassen. Sie sind zu einem falschen Zeitpunkt gekommen und mit einer falschen Ausstattung, als Bote des Winters, wo jetzt ein Kind zur Welt kommt. Das ist Pech, murmelte Simon. Kurz darauf erschlafte er ganz. Irene vergewisserte sich, dass er tot war. Sie wollte gerade den Zeremonienmeister des Kultes informieren, da läutete es schon heftig in der Türe. Rasch ging sie öffnen. Da stand er schon mit zwei Helfern. Sie hatten Äxte in den Händen und einen wilden, entschlossenen Ausdruck im Gesicht. Wo ist der Winterbote? Er soll zu dir hineingegangen sein. Du weißt doch. Ja, ich weiß. Irene ließ Stor nicht ausreden. Das konnte sie sich herausnehmen, in ihrer Stellung als Steinkindsmutter und Eingeweihte. Ich habe das Problem schon gelöst. Komm, er ist in der Küche.
Sie sahen ihn leblos im Stuhl hängen und Storer nickte erleichtert. Er hatte eine Autopanne. Entweder ihr bringt ihn zum Auto zurück oder ihr lasst ihn mitsamt seinem Wagen verschwinden. Das ist jetzt eure Sache. Nehmt ihn, befahl Storer seinen zwei Helfern. Irene ging zu den Kindern und beschäftigte sich mit ihnen, damit sie nicht mitbekamen, wie der Weihnachtsmann das Haus verließ. Sie aß dann mit ihnen zu Abend. Erst als Martina vom Weihnachtsmann zu reden begann, hörten, weil hätte Irene am liebsten geheult, aber sie blieb äußerlich ganz ruhig. Lasst uns das für uns behalten, dass der Weihnachtsmann uns besucht hat. Wir müssen das lernen. Denn wir Trumlinger müssen eine Menge für uns behalten. Das gehört zu unserem Leben.